Die drei Kandidaten für das Kanzleramt, Annalena Baerbock, Armin Laschet und Olaf Scholz, haben sich jetzt erstmals gemeinsam einem sogenannten TV-Triell gestellt. Besondere Aktualität bekam die Diskussion durch den Selbstmordanschlag auf Bundeswehrsoldaten im westafrikanischen Mali. Mehr dazu von Christoph Hipp. Über Auslandseinsätze der Bundeswehr wie hier in Mali wird in Deutschland immer wieder heftig gestritten. Erst am Freitag waren 12 deutsche Soldaten bei einem Selbstmordanschlag in dem westafrikanischen Land teils schwer verletzt und am Wochenende in die Heimat ausgeflogen worden. Ein Ende des Einsatzes lehnt SPD-Kanzlerkandidat und noch Vizekanzler Olaf Scholz aber entschieden ab. Nein, das kann nicht so sein, dass, wenn man sich in einen gefährlichen Einsatz begibt, man in dem Augenblick, in dem man feststellt, dass es ein gefährlicher Einsatz ist, quasi sagt, das hatten wir uns nicht so gedacht. Die Bundeswehr bildet in Mali Soldaten der Regierungsarmee aus. So soll das Land beim Kampf gegen islamistische Terrorgruppen unterstützt werden. Kampfeinsätze sieht das Mandat nicht vor. Noch mache das die Sicherheitslage auch nicht notwendig, findet CDU-Kandidat Armin Laschet. Und das kann sich aber im Laufe all dieser Jahre immer wieder verändern. Und deshalb muss man darauf flexibel antworten, mit der Bereitschaft, wenn die Sicherheit so bedroht ist, dass man mehr machen muss, dass man dann auch mehr tut. Auch die Grünen wollen den UN-Einsatz fortsetzen. Frei nach dem Motto Ausrüstung statt Abrüstung fordert die einst friedensbewegte Partei zudem die Modernisierung der Bundeswehr und mehr europäische Zusammenarbeit in der Verteidigung. Die größte militärische Bedrohung wähnt man indes im Osten. Wir Europäer müssen uns stärker um die eigene Sicherheit kümmern, zum Beispiel Cyberabwehrzentrum oder schnelle verlegbare Einheiten Richtung Osteuropa. Und vor allen Dingen schauen, dass wir europäisch die Fähigkeiten so bündeln, dass wir nicht dreimal so viel ausgeben wie Russland und trotzdem nicht in der Lage sind, für unsere eigene Sicherheit zu sorgen. Mit Blick auf Russland lehnt Baerbock auch die Fertigstellung der umstrittenen Gaspipeline Nord Stream 2 entschieden ab. Vorsichtiger geben sich dagegen die Kanzlerkandidaten von Union und SPD. Armin Laschet und Olaf Scholz wollen die Gaslieferungen durch die Ostsee-Pipeline nur dann stoppen, sollte Russland nicht aufhören, weiter Druck auf die Ukraine auszuüben.